Grüß dich. Heute lädt uns Jesu ein, dass wir mit ihm zusammen essen. Was das bedeutet, eine Kommunion mit Gott einzugehen, mit ihm eins zu werden. Das ist immer zusammen Mahlzeit mit ihm zu feiern, ist mit ihm eins zu werden. Ja, und was sagen die Menschen? Die Menschen sagen, ja, ich habe etwas jetzt Wichtigeres zu tun. Was das für heute für uns bedeutet, dass während unseres Alltags manchmal hören wir innen, jetzt ist die Zeit, mit ihm zusammen zu sein, mit Gott zusammen zu sein. Jetzt ist die Zeit, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten. Aber wir denken, nein, nein, ich kann jetzt keinen Moment von meiner Aufmerksamkeit wegzuschenken. Ich kann es nicht. Es gibt so viele wichtigere Sachen zu tun. Naja, aber ich habe keine Zeit. Aber die Zeit für Gott und unsere Zeit, das sind unterschiedliche Zeiten. Manchmal geht es tatsächlich, dass wir diesem Impuls folgen und auf ihn unsere Aufmerksamkeit lenken, so dass wir mit ihm Mahlzeit feiern. Die Mahlzeit kann in unserer Zeit wirklich auch eine Sekunde, eine Minute bedeuten. Und in der Realität, das ist in dem göttlichen Zeitrechnung, ist das viel, viel länger. Das ist die ganze Mahlzeit. Dieses im Alltag zu leben und gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, mit ihm eins zu werden. Das ist wichtig, denke ich. Nicht, dass wir ständig sagen, okay, jetzt muss ich jetzt erst warten, bis es günstige Zeit für dieses Treffen gibt. Wenn ich richtig viel Zeit habe am Abend, okay, dann werde ich wahrscheinlich müde sein. Oder am Sonntag, wenn vielleicht keine Aufmerksamkeit ich dann richten, auf ihn richten kann. Nein, es geht darum, dass wir unsere Aufmerksamkeit während unseres Alltags auf ihn richten und gleichzeitig in unserem Alltag da sein. Danke.